Und da sind wir auch wieder zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations. Mein Name ist Lifeforce, alias T-Life. Ja. Und mit mir dabei sind immer noch der gute Schmacki-LP Genau. und der Herr Benjamin. Alias Hedy. Beim Der letzten musste. Mal hatten sie ja schon so einiges auch erforscht und zum anderen auch den Impfstoffprototyp gefunden. Ja, und jetzt heißt das einflößen. Da gibt es so gute Wortspielereien und er sagt, erforst, weißt du? Erforscht anstatt erforst. Da kann er so gute Witze reißen. So, der Impfstoff ist injiziert. Der Impfstoff ist infiziert. Halleluja. Forst hat die Welt gerettet. Mitarbeiter, die eingeben. Daten Download. Bitte warten. Klar, ich hab. Wer hat jetzt eine Xbox? Da müsste erstmal wieder aktualisiert werden. Das Ding hat ey oder so. Download beendet. Ah, klasse. Oh fuck. Jill! Jill, komm! Hörst du mich? Antworte verdammt! Das ist ein Notfall! Komm sofort her! Bin ja schon auf dem Weg. Konnte sie das so lang die Luft anhalten, ey? Wieso sind die immer noch aktiv? Man musste den mal merken hier. Kannst du einfach oben rüber schwimmen? Luft ist leider ausgegangen. Ich wäre schon fünfmal abgekackt, ey. Wie lange kann die denn die Luft anhalten, ey? Die kann eigentlich sehr lange die Luft anhalten. Aber wenn sie unter Wasser getroffen wird und zu häufig getroffen wird, das ist dann irgendwann Ende im Gelände. Ja, kannst du nicht oben drüber schwimmen? Ich kann es gleich mal versuchen. Hey, Lara Croft kann auch ungewöhnlich lange Luft anhalten. Ja, ich wäre schon 10-mal gestorben, ey. Videospiellogik. Ja. Immer wenn im Film irgendwelche Leute tauchen, so wie in Alien 4 Resurrection, wenn die da durch den, was weiß ich, wo das alles geflutet ist, ich wäre 10-mal schon verreckt, ey. Da tauchen die und tauchen und ballern und schwimmen schneller und schreien und. Wieso, was ist das denn, ey? Was ein Glück, und ich wäre schon 10-mal gestorben. Was ein Glück, dass ich noch eben während der Downloader lief, noch eben schnell das Impfstoff infiziert habe. Antworte verdammt! Ja, ist schon wieder den Impfstoff infiziert. Komm sofort her. Dann ist es aber kein Impfstoff mehr. Jill, alles okay? Ja, vorerst. Schnell hoch. Jill. Wo ist denn dein Freund? Gut. Der Parker? Wir den Virus. Nö. Das ist der Schrumpf. Lange. Der Lange. Der Lange? Hä? Der Lange. Der ein Date noch mit dir hat. Ich weiß jetzt nicht, wen du meinst. Der Zentipeter. Autorisation bestätigt. Starte Virus-Neutralisierungsprogramm. Stimmt, auftaucht dürfte er ja. Gute Arbeit, BSA. Eure Aktivitäten waren erhellt. Morgan Lansdale. Ich wusste, dass O'Brien und sein Schuss und Raymond in meinen Sachen rumschnüffeln. Mit euch hatte ich allerdings nicht gerechnet. Das war mein einziger Fehler. Du warst es also, beim Angriff auf Terra Grigia. Jill, pass auf! Meine Fehler werden wohl wieder gut gemacht. Oh, nette Zombies. Hallo, Zombies. Euch hatte ich ja schon lange nicht mehr. Restmüll. Oh.
Nö, Freundchen. Ist nicht, habe ich gesagt. Was war das denn jetzt? Oh nö, nicht du schon wieder. Haha, daneben. Arschloch. Oh Gott, noch mehr von der... Oh fuck. Zum Glück, dass ich mehr von den Dingern habe. Hallo, lass mich mal! Da. Au. Danke. Au. Was habe ich mit dem gerade angestellt? Jetzt mal im Ernst, was habe ich gerade mit dem gerade gemacht? Out. Ein Stück weggekloppt von ihm. Ein Stück ist gut. Insges. Au! Schockierender Fall. Ja, vor allem, ich konnte nicht mal mehr weg. Ich konnte einfach nicht mehr weglaufen. Jill, ich hab jetzt den Code. Gut, neutralisieren wir den Virus. Autorisation bestätigt. Starte Virus neu. Vor allem wusste ich nicht, wo ist eigentlich Eddie hin? Eddie? Ja. Ah. Gute was eben so stellt. BSA. Eure Aktivitäten waren erhellt. Morgan Lansdale. Ich wusste, dass O'Brien und sein Schuss und Raymond in meinen Sachen rumschnüffeln. Mit euch hatte ich allerdings nicht gerechnet. Das war mein einziger. Besten klopfst du die Schützen erstmal weg. Also, beim Angriff auf Terra Grigia. Hatte ich sowieso vor. Jill, pass auf! Meine Fehler werden wohl wieder gut gemacht. Mal ihn. Ihr seid blinde Passagiere auf der Zenobia. Und ich werde euch jetzt beim Sterben zu sehen. Die guten Schrimm-Boys. Nö. Wag doch mal ein Tänzchen. Nein, danke. Ein Walzer. Oder ein Forstrott. Schnauze. Der war wieder schlecht. Ich stand eben gerade noch. Wollte schon gerade sagen, ich habe doch irgendwo Munition gesehen. Was ist der denn für ein Experte? Das ist bestimmt der Wolfschrimp gewesen, der läuft einfach irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, was los ist. Out! Scan die doch. Die sind doch auf den Fuzzi fokussiert. Außer wenn der Wart schon wieder kommt jetzt hier. Ja, ich wollte schon sagen, ey. So, fress den doppelt, ne?
Da ist er wieder. Force hier wieder. Ja, genau. Ja. Force und Meeresfrüchte. Deine Partner-KI jetzt nicht zu gebrauchen ist. Nee, das merke ich auch schon. Da war ja Parker noch besser. Oh ne, nö, nö. Da kommt der Hentai-Tentakel wieder. Was ist los? Ja, falls du mal siehst, wie viel Energie ich noch gerade habe. Ich sehe nichts, es ist zu rot. Hallöchen! Und tschüss! Er findet sich ganz elektrisiert, hast du es gesehen? Ah, wo ist es vor? Ah, da oben. Da ich hin. Hast du keine Granaten mehr? Weiß ich nicht, ob ich noch welche habe. Nee, ich habe keine mehr. Ja, so viel zum Thema den Doppelten. Nimm doch mal eine Schnellschusswaffe da, oder was? Komm schon. Ja, da ist er. Auge in Auge. Oh, Auge um Auge. Wenn das so weitergeht, bin ich echt bald tot, ey. Dann musst du das scannen, dann kriegst du wieder heil. Ah, ja. Endlich. Wenigstens tut er mal was für seinen Job. Was ausgeht. Auch nur das Nötigste. Oh ja, fucking Ernst, was hab ich da jetzt getroffen? Bevor du an Schnürsenkel gestopft. Was war das? Das weiß ich ja auch nicht. Irgendwas hat mich gerade getroffen. Gut. Neutralisieren wir den Virus. Die Einsicht. Ich weiß nicht, was es war. Autorisation bestätigt. Was ist denn Schnürsenkel gestorben? Ja, Kinder, immer die Schuhe zu binden. Nur noch mit Klettverschluss. Ich wünschte, ich könnte die Stelle irgendwie mal wegskippen. Naja, das ist die Strafe. Morgan Lansdale. Was darfst du dir jetzt immer angucken? Ich wusste, dass O'Brien und sein Schuss und Raymond in meinen Sachen rumschnüffeln. Mit euch hatte ich allerdings nicht gerechnet. Das war mein einziger Fehler. Du warst es also, beim Angriff auf Terra Grigia. Jill, pass auf! Force und sein Tentakel. Ihr seid blinde Passagiere auf der Zenobia. Das sind ja einfach. Oh, ja, genau, das will ich auch gerade. Da droppt er die Granate. Da wird auf der Arsch rausgezielt. Ja. Da ist ja schon ein Loch. Da fällt ein Einschuss doch nicht auf. Ja, durch den Tank hier davor. Was war das denn jetzt? Hey, hier. Hallo, schon. Oh, leck mich doch, ey. Immer diese scheiß verfickten Random-Granaten, die ich echt nicht brauch. Ja, die fehlen dir, wenn der Haufen da kommt. Ja, so schräg von der Seite kannst du ihn treffen, oder? Ja. Headshot! Was macht er denn da? Steht da wieder rum, ey. Das ist ein Bulle. Oh, hier ist er.
Wie in seinem komischen Hunting Ground Part. Wie überall. Ach, er hier. Analyse. Jetzt ein gutes hat die Sache. Ich glaube, ich bin in den Strom Fuzzi gerade losgeworden. Oh, das war nice. Finde ich schon in Ordnung. Headshot. Jetzt legt der Force aber los, ja. Na, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Beendet. Das hätte ich mir denken können. Ihr habt ja schließlich Umbrella gestürzt. Aber eure Tage des Räuber- und Gendarmen-Spiels. Aber Mr. Schrumpf. Mr. Schrumpf. Geil, damit ist das Kapitel auch durch. Jo. Sitzig. Läuft. Wie? Was? 86% ist S? Ja. Was, bitte? Da bin ich ja doch besser gewesen, als ich dachte. Das gefällt mir. Hast du bestimmt einen Cheat-Modus aktiviert. So Auto-Aiming oder so. Bis 9er Raumzugsmodus Stufe 13 bis 17 freigeschaltet. Okay. Was ist denn der Hauptzugmodus? Das ist ein besonderes Feature, so wie ich das gesehen habe. Ich weiß aber nicht mehr. So. Einmal abspeichern. Und weiter geht's. Resident Evil Revelations. Direktor O'Brien, ich weiß über alles Bescheid. Es war alles ein Täuschungsmanöver, von Ihnen inszeniert. Wir müssen die Sache beschleunigen. Verdammt, das war eine Falle. Wieso das? Ah, dann hast du es ja durchschaut. Schön, dass ihr nicht so dumm seid, wie ihr tut. Ich werde versuchen, den Untergang zu verzögern. Verstanden. Wir kümmern uns um den Virus. Gute Arbeit, BSA. Eure Aktivitäten waren erhellend. Morgan Lansdale. Hey, Quint! Willst du mit deinen Computern sterben, du Idiot? Hab's klar! Euer Schicksal liegt in meinen Händen. So. Episode 10. Verworrene Netze. Na, das kann ja was werden. Jetzt wird geknüppelt. Geschaut. 14, Casino. Er versteht's einfach nicht. Was für ein Langweiler. Vielleicht ist er vergeben, Jessica. Ja, sicher. Fliegen wir jetzt endlich los? Klar. Wir sind ja schon oft durch die Hölle gegangen. Ist ja nichts Neues für uns. Ja, wie in alten Zeiten. Wie gute alte FEC. Zu dumm und das ausgerechnet die blöde Crew ihn erschossen hat. So, wie lautet der Plan? Zur Brücke. Da liegt der Forst. Und beten, dass wir nicht sinken. Was, der Forst? Mit dem der Forst. Schmacki. Zugriff auf das Wartungssystem haben. Gut. Da hat der Handy wieder verstanden, was er verstanden hat. Ich muss erst noch was. Ja. Prüfen. Ich hab auch schon verstanden, worauf du ihn hinaus willst. Sack. Forest, Handy. Auf der Forest? Was verstehe ich nicht? Forest?
Da verstehe ich. Wie kommst du jetzt auf Forest? Das ist ein Insider. Das verstehe ich. Ich habe nur die Haare gesehen. Moment. Okay, das wird ein langer Marsch. Sau geil. Ja, Attacke hier. Ja, Moment. Muss mal gucken. Ja, so guten 3D-Karten, aber gar nichts sieht. Ich hasse diese Karte. Ich hasse diese Karte genauso.